Moin, mein Name ist Nico der Profi und das ist die Fortsetzung zum ARK Anfänger Guide und zwar zeige ich euch heute, wie ihr eure ersten Dinos zähmen könnt. Wenn du nichts mehr rund um ARK verpassen willst und vor allem auch zu Extinction nichts verpassen willst, dann kannst du auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Fangen wir aber an mit dem Video und zwar, womit wir anfangen, ist heute ganz einfach der Dodo. Den habe ich euch letztes Mal gezeigt als Fleischquelle und wir suchen uns mal eben einen, dann ziehen wir den auf jeden Fall einmal. Aber bevor wir einen suchen und sehen, zeige ich euch doch nochmal vorher, was wir so alles brauchen. Und das sind heute ein paar Dinge. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall Mejo-Bären oder andere Bären, die wir verfüttern können, weil die brauchen wir, um die Pflanzenfresser zu zähmen. Wir brauchen eine Steinschleuder und dazu Steine, damit wir eben auch Tiere betäuben können. Zum Beispiel eben ein Trike, also ein Triceratops oder ein Para. Und damit uns der Para nicht wegrennt, haben wir ein paar Bodas dabei heute, damit wir ihn einfach trappen können. Das war's so im Großen und Ganzen auch schon. So, wer sucht, der findet. Da haben wir unseren ersten Dodo gefunden. Ich musste jetzt wirklich lange suchen. Was wir jetzt machen können, ist folgendes. Wir können ihn entweder boxen, damit er betäubt ist. Das machen wir auch mal eben. Oder wir könnten eben auch die Zwille nehmen und damit mal auf den Kopf raufhämmern. Und dann fällt er auch um. So, jetzt sind hier natürlich extrem viele. Das war ja wieder klar. So, was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir haben jetzt hier die Anzeige, wo bewusstlos draufsteht. Das heißt, so lange wird er eben bewusstlos sein. Was wir jetzt erstmal machen, ist folgendes. Wir ziehen die Metro Berries rein, damit er eben fressen kann und gezähmt wird. Das geht jetzt relativ schnell, weil wir haben hier mal drei, glaube ich, an. Zack, ist er schon fertig. Ich nenne den mal eben YouTube. Also immer, wenn ihr ein Tier gezähmt habt, könnt ihr es auch benennen. Und das mache ich mal in dem Fall. So, warum ist der Dodo wichtig? Es ist ja eigentlich unsere Fleischquelle und der bringt uns jetzt auch gar nicht so viel, weil der männlich ist. Wir bräuchten eigentlich weibliche Dodos, weil die droppen Eier und mit den Eiern können wir Kibbel herstellen. Kibbel ist Trockenfutter und damit lassen sich Tiere schneller zähmen. Aus Dodo-Eiern lässt sich Petri-Kibbel herstellen. Der Petri wäre der erste Vogel, quasi der erste Flugsaurier, den wir uns jetzt zähmen könnten und dementsprechend macht das schon Sinn, sich dann auch Dodos zu holen, um dann Kibbel herstellen zu können. Für Kibbel braucht man aber auch noch verschiedene Gemüsesorten, deswegen dazu vielleicht nochmal in einem anderen Video mehr. So, also, ihr könnt den dann nochmal mit E aufheben, so könnt ihr die dann auch rumtragen, dann müssen sie euch nicht hinterherlaufen. Mit einmal Linksklick schmeißt ihr die dann auch weg. Und ich weiß nicht, welche Taste das bei euch ist, bei mir ist es U, damit pfeife ich die so, dass sie mir nicht mehr folgen. Das war's dann soweit. Die könnt ihr dann irgendwo abstellen. Am besten weit weg vom eigenen Haus und in einem kleinen Gehege. Damit die nicht von irgendwelchen Fleischfressern, wahrscheinlich die Lust, getötet werden. Eier deshalb immer sehr gut aufbewahren und am besten in ein Dino reintun, weil sie dort einfach länger halten. Übrigens, von dem ersten Flugdino, den ihr euch zähmen könnt, von dem ich eben gesprochen habe, das wäre dieser hier. Kommt auf jeden Fall im nächsten Video, wie man das macht. Aber jetzt erstmal zum nächsten Dino. So, der nächste Dino, den wir uns zähmen könnten, wäre der Parasaurus. Und zwar ist das diesmal jetzt hier eine Tech-Version. Ist im Vorfeld zu Extinction mit reingekommen ins Spiel. Der normale Parasaurus sieht halt sehr, sehr ähnlich aus. Halt nur wie ein normaler Dino. Und der Unterschied zu einem Tech-Dino ist einfach, dass sie ein bisschen stärker sind. Und wie gesagt, Level 2. Aber bevor wir den jetzt zähmen, zeige ich euch noch eine kleine Sache. Und zwar ist es der Dodo-Dex. Das gibt es auch als App für alle gängigen Handys. Hier oben können wir dann einfach den Dino eintippen, den wir gerade brauchen. Das ist der Parasaurus. So, jetzt können wir hier oben, ich versuche ein bisschen die Seite nebenbei zu erklären. Haben wir hier oben ein Level, das ist einmal das Level des Dinos. Da haben wir Level 2. Und den Taming-Multiplikator haben wir auf mal 3 bei uns an den Einstellungen im Singleplayer jetzt für die Videos. Dann können wir auf Calculate gehen und dann wird uns ausgerechnet, wie viel Metro Berries wir bräuchten. Das sind dann hier 10 und wie lange das dann braucht, bis wir den Para gezähmt haben. Und hier hinten bekommen wir angezeigt, wie viel Narkosemittel wir theoretisch bräuchten. Das ist jetzt auch alles im Bereich von 0. Und auch hier ganz wichtig unter dem Punkt Knockout wird uns angezeigt, wie viel wir von was brauchen, bis das Tier letzten Endes liegt. In der obersten Reihe wird immer der Körpertreffer angezeigt, also wie viel Körpertreffer brauchen wir, bis das Tier liegt und bewusstlos ist. Hier unten sind das die Kopftreffer. Davon bräuchten wir jetzt 4 mit der Slingshot. Das ist ganz hilfreich, weil wir dann ungefähr ausrechnen können oder schon mal uns darauf vorbereiten können,
Wie viele Pfeile brauchen wir? Wie viele Steine brauchen wir zum Beispiel? Und wie viel Narkosemittel brauchen wir? Haben wir genug Futter dabei, damit wir ein Tier zähmen können? Deswegen Dodex auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Gibt es wie gesagt auch im App Store und im Play Store. Einfach mal nachgucken, falls ihr das auf dem Handy haben wollt. So, mit der Information gehen wir wieder zurück ins Spiel. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir werden jetzt unsere Bola rausholen. Und die werden wir mal kurz schwingen mit der linken Maustaste und dann hier auf den Para schmeißen. Der ist damit dann erstmal kurz festgesetzt. Dann schießen wir mit der Slingshot auf den Kopf. Das waren jetzt schon 4 Schüsse. Der 5. und da fällt er jetzt auch um. Das heißt, der Dodex ist immer relativ genau. Also es ist nicht zu 100% genau, aber es kommt schon sehr gut hin. Rechnet immer ein bisschen Plus mit ein, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und auch hier packen wir auf jeden Fall Beeren rein. Ich werde mal ganz kurz Narco-Berries reinpacken, weil ich habe noch die Major-Berries im Dodo. Das fuhr wieder zurück. Ich packe mal eben alle Major-Berries einfach rein. Die... Habe ich den 10-Multiplikator doch höher als 3? Man weiß es nicht. Wir nennen ihn auf jeden Fall auch wieder YouTube, weil das Ganze hier für das Video ist. Dann können wir die Major-Berries auch wieder rausnehmen. Den 10-Balken, also den Betäubungsbalken, werde ich euch, glaube ich, nochmal gleich beim Trike genauer erklären. Der darf auf jeden Fall nicht auf 0 sinken. Wenn der auf 0 sinkt, dann wacht das Tier wieder auf und der ganze 10-Fortschritt ist hinüber. Und das ist auf jeden Fall das erste Tier, was wir reiten können. Deswegen nehmen wir den Satteleimer, legen den dann auf den Slot, wo auch das jetzt draufsteht. Und mit E können wir das Tier dann reiten. Und wir sehen schon oben rechts, das Tier kann auf jeden Fall auch leveln. Und es hat auch Gewichtsanzeigen, Hungeranzeigen, Ausdaueranzeigen und Lebenanzeigen. Genau wie bei uns also auch. Und damit das Tier nicht verhungert, müssen wir immer genug Essen im Inventar haben oder einen Futtertrog in der Nähe haben, der auf jeden Fall mit etwas Essbarem gefüllt ist. Mit F können wir auf das Inventar vom Tier zugreifen und dann hier eben auch die Punkte verteilen. Ich mache es jetzt einfach mal auf Ausdauer. Würde euch für ein Farmtier, wenn ihr damit nur farmen wollt, immer auf Ausdauer und Gewicht gehen. Je nachdem, wie weit ihr weg müsst, wohl eher auf Gewicht. Auf jeden Fall können wir dann das Tier hier reiten. Was wir damit jetzt machen können, ist Folgendes. Wir können zu diesen Büschen hier gehen, können da raufhalten und einfach mal reinpicken. Und dann sehen wir schon auf der linken Seite, dass wir damit Beeren farmen können. Zum einen kommen wir natürlich viel besser jetzt durch die Gegend und können schon mal ein bisschen die Insel erkunden. Und können durchaus auch mal die Flucht ergreifen, falls uns ein Dilu zu nahe kommt oder. Wir uns gerade nicht verteidigen können. Und wir können damit auf jeden Fall auch wunderbar farmen. Das heißt, ihr könnt auch wieder gut Level machen. Weil ihr jetzt auf jeden Fall dann mehr Beeren farmt und effizienter farmt. So könnt ihr auf jeden Fall schon mal viel mehr Narkosemittel herstellen. Damit ist euch auf jeden Fall schon mal geholfen. Und ich sage schon wieder sehr viel auf jeden Fall. So viel also zum Para. Der erste richtige Dino, den ihr euch zähmen könnt. Als nächstes könnten wir uns ein Triceratops oder auch Trike genannt zähmen. Und zwar sind das diese wunderbaren Dinos hier. Wir haben einmal Level 4 und einmal Level 1. Ja, ist egal, was wir nehmen. Ich gucke auf jeden Fall nochmal kurz im Dodolex nach, was ich denn da genau für brauche. Und ich zeige euch das einfach auch nochmal. Also einfach hier oben eingeben, Triceratops. Ich nehme jetzt einfach mal das Level 4er Tier. Und werden dann sehen, wir brauchen 20 Metrobären auf mal 3. Ich bin der Meinung, ich habe es irgendwie höher gestellt scheinbar. Wir bräuchten dann 9 Minuten und, das ist das Interessante hier, bräuchten wir 13 Schüsse mit der Zwille auf den Körper, aber 83 auf den Kopf. Warum ist das so? Strike ist am Kopf, wie man ja auch sieht, einfach stärker gepanzert und dadurch bräuchtet ihr viel, viel mehr Schüsse auf den Kopf. Wir merken uns aber auf jeden Fall mal die 13 Schüsse und eben auch die Tatsache, dass wir nicht auf den Kopf schießen sollten. Bei vielen Tieren ist es so, dass es auf dem Kopf einfach besser funktioniert als auf dem Körper. Bei dem Trike allerdings eben nicht. Dafür ist aber auch der Dodolex da, da könnt ihr immer wieder reingucken und werdet dann sehen, ob es eben so ist oder nicht. Ist ja aus den Zahlen sehr deutlich rauszulesen. So, was machen wir jetzt? Wir können ein Trike allerdings nicht bolan. Das heißt, normalerweise würden wir jetzt auch das Trike erstmal von dem hier separieren, damit uns das nicht angreift. Wir versuchen jetzt hier hinten mal irgendwo hochzukommen, sodass uns das Trike, wenn es uns dann angreifen will, uns nicht bekommen kann. Jetzt läuft es da hinten rum. Jetzt machen wir eben den Sprung hier rüber. Sehr schön. Dann holen wir die Zwille raus und schießen einfach drauf. So, da haben wir einen Schuss drin. Jetzt geht er natürlich ab und will uns ans Leder. Dann machen wir den zweiten Schuss, den dritten Schuss. So, da haben wir es gelegt.
Sehr gut, also wir sind jetzt von da hinten einmal hierher gerannt. Wenn der Strike anfängt wegzulaufen, dann lauft hinterher und schießt weiter drauf. Die kommen in so einen Fluchtmodus rein, wenn sie merken, dass sie gleich sterben oder bewusstlos werden. Warum es so wichtig ist, erstmal einen Strike zu separieren von der Herde, sage ich mal, ist einfach folgender Grund. Wenn ihr jetzt anfangt, hier einen Strike anzugreifen und da steht noch ein weiteres daneben oder sogar zwei oder drei, die werden euch dann auch angreifen, weil sie dann eben ihre Artgenossen verteidigen wollen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das andere Strike hingelaufen ist, ehrlich gesagt. Das war auf jeden Fall da auch mit bei und hat auch für ein bisschen Probleme gesorgt. Aber wie gesagt, einfach irgendwo hochlaufen, wo ich das Strike nicht bekommen kann, ein bisschen flexibel sein und dann, wenn es wegläuft, einfach hinterher. So, auch hier greifen wir wieder aufs Inventar zu und schmeißen mal Major Bären rein. Also wie gesagt, wir haben hier wieder die Bewusstlos-Leiste und die darf wie gesagt nicht auf 0 sinken. Wenn sie auf 0 sinkt, wacht das Tier wieder auf und ihr könnt von vorne anfangen. Ganz, ganz wichtig. Deshalb am besten immer im Duelix nachgucken. Ach, da ist es schon das nächste Strike. Das war das Level 4. Ich glaube, den Angriff kann man so deuten, dass er nicht... Das Strike ist, glaube ich, nicht ganz so zufrieden damit, dass wir jetzt den Freund betäubt haben. Also... Nicht falsch verstehen, das Strike hat jetzt nicht darauf geschlossen, irgendwie, dass wir ihn hier oder es oder sie gelegt haben, sondern das war noch die Agro von vorher. Naja, auf jeden Fall haben wir es ja gelegt und das wird jetzt auch keine Probleme mehr machen, das andere Strike. Das hat jetzt die Agro verloren. Ja, das meine ich nämlich, das kann mal ganz schnell passieren. So, das Strike ist dann auch gezähmt, auch wieder in YouTube einfach umbenannt. Wir können hier auch wieder aufs Inventar zugreifen mit F, einmal den Sattel dann auf den Sattelslot legen. Dann können wir nämlich das Strike auch reiten. Also der zweite Dino in der Reihe, den wir reiten können. Wobei ich glaube, die Schildkröte kommt sogar noch vorher mit dem Sattel. Aber haben wir nie gezähmt. Immer nur das Strike. Und was wir jetzt hier mitmachen können, ist auch folgendes. Wir können hier nochmal mit farmen. Und das nämlich noch effektiver als mit dem Para. Und wir können sogar Stroh hier aus den Bäumen rauskloppen. Relativ viel. Das heißt, es erspart uns ein bisschen Zeit. Und was wir hiermit auch machen können, ist folgendes. Wir probieren das mal eben hier an den Dodos aus. Wir haben hier mit der Track-Attacke so eine Kickback-Attacke. Also die fliegen dann weg, die Gegner. Guten Dodos ist auch sehr, sehr leicht. Aber viele andere Dinos, die machen dann auch immer erstmal einen Schritt nach hinten. Und wenn ihr die attackiert, das heißt, ihr könnt auf jeden Fall mit dem Track auch auf so eine kleine Fleischfarm-Tour gehen, falls ihr mal Fleisch braucht, um ein paar Dinos wegzuhauen. Oder die Schildkröten, die herumlaufen, kriegt ihr damit auch auf jeden Fall tot. Was ich damit nicht angreifen würde, wären Raptoren, weil Raptoren ziehen euch von dem Ding runter und machen euch wieder tot. Und hier könnt ihr dann eben auch wieder Gewicht oder Ausdauer skillen. Wenn ihr das jetzt einfach nur zum Farmen von Fasern, von Bären und sowas nimmt, dann könnt ihr auf jeden Fall Gewicht skillen. Ansonsten, wenn ihr damit jetzt schon ein paar Touren machen wollt, irgendwie ein bisschen weiter reiten wollt, dann würde ich auf jeden Fall Ausdauer empfehlen. Und was noch wichtig ist zu erwähnen, falls ihr mal Tiere habt, die ihr noch betäuben müsst, also die noch Narkobären brauchen, weil das im Dododex irgendwie drinsteht, es reicht nicht aus, diese einfach ins Inventar zu legen. Ihr müsst die schon aktiv dann selber verfüttern. Und zwar einfach mit der Maus rüberfahren, dann einmal E drücken, dann verfüttert ihr die. Ich mache es jetzt mal eben ganz kurz hier, deswegen ein bisschen geht die Betäubung dann schon hoch. Betäubung übrigens auch Torpor genannt. Viele werden euch begegnen, die sagen Torpor dazu. Der Torpor-Wert, ja? Betäubung gleich Torpor, Torpor gleich Betäubung. Auf jeden Fall, das müsst ihr aktiv machen. Das wusste ich am Anfang nicht. Ich habe sie einfach immer nur reingelegt, bis mir dann gesagt wurde, Junge, du musst die auch mal selber verfüttern. Also, das normale Essen, was ihr zum Zähmen reinlegt, wird alleine verspeist vom Tier. Narkosemittel nicht. Ja, das war's dann soweit mit meinem Zähmen-Guide. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall weitergeholfen. Ihr seid auf jeden Fall damit schon mal ganz gut aufgestellt. Weil ihr wisst jetzt, wie ihr Bodas benutzen könnt. Ihr wisst, wie ihr Tiere bekommt, die ihr nicht bodern könnt. Das heißt, irgendwo raufstellen und die attackieren, damit ihr sie eben zähmen könnt. Und damit seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt und könnt auch weitere Tiere einfach zähmen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn du nichts mehr verpassen willst, auf jeden Fall Kanal abonnieren. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.